Alter, was geht ab, Leute? Hier mit einem Epic Fail gleich am Anfang. Und zwar hatte ich das Intro, den Anfang für dieses Video, bereits vor ein paar Tagen gedreht. Und zwar war ich da mit einem Kollegen im Auto. Der Kollege hat mir auch den Tipp gegeben mit dem Go Plus und dem Boosten. Und hat mir auch den Artikel dazu geschickt. Und wir waren im Auto und haben da eine Klickertour gemacht. Und die Aufnahmen, die ihr gleich sehen werdet, kommen halt von der Tour. Nur habe ich gerade irgendwie das Video davon gerade aus Versehen gelöscht. Also wir waren im Auto, dann habe ich euch von dem Go Plus erzählt und dem Boosten, dass ich das vor ein paar Tagen erfahren habe und jetzt dann die Tage getestet habe. Und jetzt eben eine kleine Klickertour mache und euch die Ergebnisse zeige. Und das habe ich, wie gesagt, gerade aus Versehen gelöscht. Dementsprechend jetzt hier nochmal das Intro. Zeige ich euch ein paar Ausschnitte, auch wenn man da nicht allzu viel sieht. Und dann geht's weiter mit dem, was ich gerade gedreht habe. So, ich habe euch ein bisschen Material gezeigt. Man sieht es eigentlich nicht so gut. Man muss es eigentlich selber testen. Vor allem jetzt die Leute, die sich gar nicht mit Go Plus auskennen und gar nicht damit spielen, sehen wahrscheinlich gar nichts, erkennen gar nichts auf dem Bildschirm, was ich gerade gezeigt habe. Aber wie gesagt, damit kann man das Go Plus sozusagen boosten und die Verbindung, die Aktivität, die Reaktion verschnellern. Reddit-Artikel, oder was ist das? Ja, Reddit-Artikel. Ist in der Beschreibung, könnt ihr euch das selber durchlesen. Und wie gesagt, also wo fange ich da an? Soll ich euch erstmal die App zeigen und dann drüber reden oder? Okay, zeige ich euch erstmal die App. Moment, muss ich meinen Screen Recorder für euch anmachen. Kurze Unterbrechung, also noch ein Fail, heute ist echt nicht mein Tag. Und zwar die Aufnahme, die Screen Recorder Aufnahme gerade, sehe ich, ist kaputt, geht nicht. Sprich, alles was ich da gerade gesagt habe, seht ihr ohne Bildschirmaufnahme. Aber wenn ihr die App runtergeladen habt, dann seht ihr eh, und wenn ihr die Schritte befolgt, das ist echt super, super einfach. Und jetzt da hat man eh nicht viel gesehen, weil ich zu Hause bin. Aber echt nicht mein Tag. Auf jeden Fall. Checkt die Anleitung ab, die ist echt leicht und hoffentlich versteht man mein Gelaber jetzt auch ohne Bildschirmaufnahme. Und viel Spaß. So, das ist die App NF Connect. Die gibt es ganz normal im Google Play Store. Und keine Angst, das ist keine, was weiß ich, Cheater-App oder so. Das ist einfach nur eine normale App. Das ist eine ganz normale App, die Bluetooth-Verbindung verbessert. Und die könnt ihr euch einfach installieren. Die Anleitung steht eh unten, aber ich zeig's euch mal. Dann geht ihr einfach in Pokémon. So, ihr geht ganz normal in Pokémon. Wenn ihr die App runtergeladen habt, dann verbindet ihr euer Go Plus. Verbunden. Dann, also am Anfang gibt es glaube ich noch ein paar andere Schritte. Die habe ich jetzt natürlich schon durchgeführt. Die müsst ihr da der Anleitung folgen. Und dann hier seht ihr in der App, zum Beispiel das hier. Da macht ihr auf Verbinden und dann geht ihr hier auf diese drei Punkte. Dann geht ihr hier auf Connection. Und normal ist halt dieses Balance 30 bis 50 Millisekunden. Und dann geht ihr einfach auf High. Und dann habt ihr nur noch ein Drittel sogar ungefähr. Und ja, yeah, das war's. Dann geht ihr zurück ins Spiel und ihr habt jetzt eine schnellere Verbindung und das Go Plus reagiert schneller. Und jedes Mal, wenn das Go Plus sich neu verbindet, müsst ihr die App auch neu verbinden und das nochmal machen. Und merkbare Unterschiede? Momentan eher nicht. Ich habe es zum Beispiel gestern, jetzt vorgestern, aber im Video gestern, zum Beispiel bei den Parsing-Arkaden gemacht. Also es geht schon schneller, aber da waren halt zum Beispiel nur 5 Stops und die... Da kommen halt nur 5 Pokémon und ein paar normale Spawns.
Und da bringt die schnellere Geschwindigkeit und Reaktion. Gerade ist ein Ei gekommen, also Eier gibt es jetzt auch wieder. Das ist eigentlich ein Thema für ein anderes Video. Und die Verbindung, also das Go Plus fängt eh alle dort, also es gibt nicht so viele, dass die schnellere Verbindung da einen großen Unterschied macht. Noch nicht. Und ich denke mal, zum Beispiel in Oberhausen, da wo es zu viele Pokémon gibt, könnte das auf jeden Fall einen merkbaren Unterschied machen. Aber jetzt, wenn du an einem 5er-Spot stehst und das die super Verbindung hast, dann fängst du halt die Pokémon schneller. Und dann musst du aber trotzdem warten, bis wieder neue spawnen. Also da macht es, denke ich mal, keinen allzu großen Unterschied. Bei Klickertouren gibt es auch einen kleinen Unterschied, minimal. Aber ich habe da noch nicht genug getestet, um zu sagen, okay, das ist so und so viel effektiver, als wenn du es nicht anhast. Aber ab und zu merkt man da schon einen Unterschied, wo ich mir denke, wow, krass, dass er da alles gefangen hat oder krass, dass er den noch erfasst hat und sowas. Also sollte man auf jeden Fall erstmal selber testen, damit man so ein Gefühl dafür bekommt. Und in Oberhausen, ihr wisst, ich fahre nach Oberhausen, habe zum Glück ein Ticket bekommen. Viele leiden, viele haben keins bekommen. Viele fahren trotzdem hin, also man sieht sich da auf jeden Fall. Da werde ich das auf jeden Fall nochmal intensiver testen. Denke mal, da wird es auf jeden Fall mehr Sinn machen. In Parsing auch, wenn alle Module laufen würden, dann kann man halt schneller die Runden machen, wenn so viele Pokémon spawnen. Da muss man halt nicht so lange stehen bleiben und warten, bis das Go Plus alle erfasst hat. Da kann man echt schneller Runden machen. Denke, das ist dann auf jeden Fall effektiver. Aber jetzt, wenn man ganz normal bei einem 5er-Spot steht und chillt und farmt, dann bringt das eher nichts. Also im Artikel steht es auch, aber ich erwähne es nochmal. Es verbessert nur die Verbindung. Sprich, wenn ihr Verbindungsprobleme habt, dann löst das Teil, dann löst die App das nicht. Dann habt ihr weiterhin Verbindungsprobleme. Nur falls ihr ganz normal nie Probleme habt und eine Verbindung herstellen könnt, dann kann diese Verbindung mit dieser App verbessert werden. Ist echt interessant, finde ich. Vor allem, ich habe es zwar selber noch nie erlebt, aber ich höre immer, dass zum Beispiel iPhone, Apple User, bei denen das Go Plus viel, viel schneller reagiert, weil es wahrscheinlich an Apple liegt. Und ich denke, damit reagiert es ungefähr genauso schnell, wenn nicht sogar schneller dann, wie bei den Apple Usern. Aber wie gesagt, ich habe es selbst noch nie miterlebt, bin noch nie neben einem gesessen, Apple User, der Go Plus verwendet. Aber so von dem, was ich immer gehört habe, bei Apple soll es immer viel, viel schneller gehen und Klickertouren und sowas lohnt sich für iPhone-User viel mehr. Dementsprechend, damit könnte das unser Nachteil von Android gelöst werden und wir könnten vielleicht damit mit den Apple-Usern mithalten. Mein Tipp auf jeden Fall, probiert es selber aus und schreibt dann unten in die Kommentare, ob ihr einen Unterschied merkt. Also laut dem Artikel und den Testleuten gibt es auf jeden Fall einen merkbaren Unterschied. Für mich echt minimal, aber wie gesagt, ich habe es noch nicht allzu viel getestet. Werde ich demnächst noch machen und den Oberhausen auf jeden Fall. So, noch ein kleiner Hinweis, den ich vergessen habe. Heute echt nicht mein Tag. Aber es ist schon relativ spät und ich kann das Video echt nicht nochmal neu drehen. Und zwar, das funktioniert auch für das Gotcha. Dasselbe Prinzip. Da jetzt so viele auf Gotcha umgestiegen sind, darüber machen wir übrigens auch noch demnächst ein Video. Wollte ich auch noch kurz erwähnen, dasselbe Prinzip funktioniert auch für Gotcha. Dann reagiert es theoretisch auch schneller. Aber das war's. Probiert es am besten selber aus. Das ist eine ganz normale App, mit der man sein Bluetooth verbessert, also das ist keine Cheater-Software oder sowas, also keine Sorge. Und ansonsten natürlich wie immer liken, subscriben, kommentieren. Schreibt unten dann eure Testergebnisse rein, falls ihr einen Unterschied merkt, ob das dann echt besser ist. Und natürlich Facebook, Twitter und Instagram von mir liken. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.